einen Großvater in der geistigen Welt haben, müssen jetzt zuhören. Das sind sicher nicht wenige. Aber auf diesen Großvater freue ich mich ganz besonders, weil er zeigt mir Bilder, wie er mit seinen Enkeln im Wald nicht nur spaziert, ich sehe, die suchen Pilze, die picknicken da, die braten Würste. Und das ist nicht eine kleine Schar, also das sind nicht nur zwei, drei, ich sehe da so fünf Enkelkinder, die mit ihm da unterwegs sind. So, habe ich es angegrenzt. Wer kennt diesen Großvater? Ich bringe schon noch mehr Beweise. Ja, das freut sich doch. Also so einen Großvater, also sonst niemand. Niemand sonst so einen netten Großvater. Ah, eben. Also ich arbeite mal weiter. Er zeigt mir, dass er sehr weise ist, sehr unkompliziert auch. Aber mit seiner Frau hat er manchmal ein bisschen nicht gestritten, aber so ein bisschen gezankt. Ja. Ja. Welche? Ich weiß. Danke. Okay. Ich habe es eben nur sagen. Ich hätte den Kontakt gerne, aber es ist eben da. Weil das Trinken ist schon noch wichtig. Und er hat so eine Mentalität, der Großvater. Oder er hat so ein Temperament. Und ich sehe da, er nimmt die fünf Enkelkinder mit. Stimmt das? Ja. Vier? Okay, machen wir eins weniger. Aber dann kann das sein, dass die Großmutter manchmal mit durfte und ich deshalb fünf habe. Also, ich fünf habe er mitgenommen und er war Chef. Er hat gesagt, wo es lang geht. Und dann hat die Großmutter gesagt, nein, ich will jetzt da, aber er hat immer recht behalten. Ist das richtig? Er zeigt mir auch, er ist sehr viel mit dem Unterhemd herumgelaufen zu Hause. Stimmt das? Weil er zeigt mir, er hat es gerne bequem und er hat immer heiß, hat immer warm. Und er zeigt mir auch das Unterhemd, den Klebergürtel, die Hose fällt fast hinunter und er muss die ganze Zeit so machen. Weil sein Bauch halt eben ein bisschen groß war. Er zeigt mir, also er ist sehr stolz auf seine Frau, weil er sagt, sie konnte wahnsinnig gut kochen. Und er zeigt mir wirklich, dass sie ganz viele Dinge im Ofen zubereitet hat. Und er lacht, er sagt, die Rezepte gibt es heute noch. Und die Rezepte, die haben sie. Und er sagt, sie brauchen sie nie. Dann sage ich so, er zeigt mir, dass sie, oder die Rezepte waren, sind in einem Buch und sie haben so die Zettel hineingeklemmt. Ist das richtig? Also ich sehe nicht ein schönes Buch, ich sehe einzelne Zettel und die liegen überall ein bisschen herum. Ist das korrekt? Also jetzt verstehe ich, was er meint. Er schmunzelt ein bisschen, er hat sehr viel Humor, er bringt ja auch Humor hierher, oder? Und er sagt, er singt so gut, wenn er ein Glas Wein getrunken hat, dann singt er. Und er singt wirklich gut. Also ich kann es nicht vormachen, das wäre schlecht. Er zeigt mir auch, er hat gerne eine gesellige Runde gehabt. Und er zeigt mir, er hatte zu Hause ein offenes Haus. Steht alles, oder? Und er sagt, man musste nie klingeln, man durfte einfach hinein und dann hat er einfach gerufen. Hallo, wo bist du? Er zeigt mir, dass er leider am Ende des Lebens eben Bewegungsprobleme hat. Und das hat, oder er ist ein lebenslustiger Mensch und nicht mehr bewegen, dann will er auch nicht mehr hier auf der Erde sein. Und es war ihm klar, er will sterben. Und er hat das gesagt. Er zeigt mir, dass sie ihn noch besucht haben, als er im Stuhl saß. Ja. Und das war das letzte Mal, dass sie ihn gesehen haben. Und er hat so mit ihnen Witze gemacht, sagt er. Er würde mir am liebsten einen Witz erzählen. Ich glaube, er hat immer denselben Witz erzählt. Ja. Also, er ist ganz originell, ihr Großvater. Er zeigt mir noch, dass wenn er so einen Wein getrunken hat und gesungen hat, dass er auf den Stuhl drin oder was. Also, nein, also ich sehe wie, dann kann man schon mal ein bisschen aus sich herauskommen, dann kann ich das so sagen. Weil dann ist er wirklich bis zum Morgen wird da gefeiert. Und er lacht eben und sagt, du hast mein Temperament, mein Kleid.
tust es genau. Du bist jemand, du genießt das Leben. Und manchmal am nächsten Tag denkst du, oh Mann, ja, ist das so persönlich nicht gut. Und er sagt, schön, dass du es genießt. Aber er freut sich auch, weil er mir zeigt, dass sie jetzt etwas Neues angefangen haben, etwa vor einem halben Jahr. Oder? Ja, okay, ein bisschen länger nicht. Aber er zeigt mir, dass das ist etwas Seriöses. Etwas, das ist für ihr Herz jetzt. Das ist etwas, oder sie haben immer gesucht. Deshalb diese Feste, oder? Und jetzt müssen sie nicht mehr suchen, weil sie es gefunden haben. Und er möchte sie motivieren und ihnen ausrichten. Und um sie zwar zu Lebzeiten hatte sie wie immer so eigentlich die Sehnsucht zu ihrem Bruder. Ja, weil er musste sehr schnell gehen. Also bei ihm, ja, da ging das sehr schnell. Und sie sagte müde, ich habe ihn wieder. Also sie hat ihn immer so an der Hand und sagt, sag ihr das unbedingt, ja. Das ist dir ganz wichtig. Sie zeigt mir immer wieder, sie geht jetzt ein bisschen früher zurück, sie zeigt mir immer wieder, wo ihr am Tisch, das war so eine Eckbank, wo ihr saß. Kannst du das verstehen? Also immer wieder an so einem Tisch und dort hattet ihr eure Gespräche. Und ihr war das sehr, also sie kam da auch, sie war jetzt nicht die Köchin, sagen wir so. Aber sie kam immer wieder mit Tee oder Kaffee. Und sie sagt immer wieder, die kleinen Dinge hast du immer wieder geschätzt. Und das findet sie so schön, wie du das auch jetzt im Leben machst. Weil sie zeigt mir noch einen kleinen Bub bei dir. Kannst du das verstehen? Hast du da Kontakt zu einem Kollegen, der so einen kleinen Bub hat? Ja. Okay. Ich meine, sie sagt, das war jetzt gerade sehr aktuell und ich hatte sehr viel Spaß. Und sie sagt, ich sehe das. Also ich bin immer wieder bei dir und ich sehe das. Weil du hast dann mit diesem Bub ein Kind auch wieder bei dir, dein inneres Kind auf. Also da ging sehr vieles bei dir auch innerlich, ja. Und da kannst du jetzt wieder so aufleben, ja. Okay. Das ist bei dir. Die ganz nette. Also ich habe eine Mutter, die kommt mit ihrer Mutter. Also ich habe eine Mutter und eine Großmutter. Und ich weiß, dass die Mutter sehr krank war und ich weiß, dass die Großmutter plötzlich gestorben ist. Ich weiß nicht. Ich denke, die Großmutter war altersschwach, hatte einen Herzinfarkt und ich denke, die Mutter, die fühlt sich nach Krankheit an, die zwei, drei Jahre. Okay, weil sie zeigt mir jetzt auch, gerade, dass sie am Schluss nicht mehr so gut sah. Also sie zeigt mir immer wieder ihre Augen und sagt, sie hat so wie einen Film über ihren Augen. Kannst du das verstehen? Also, und sie weiß eben, dass das nicht so einfach für sie war, diese ganze Kinder. Und sie sagt jetzt ganz lustig, du bist so gut herausgekommen. Bist so eine tolle Frau. Genau, das hat sie mir öfters gesagt. Genau, jetzt muss ich es wiederholen, weil sie sagt, es sagt sie. Ich bin ein Schreiber und sagt mir, es ist erledigt. Es ist erledigt. Das war jetzt so wie ein Monat, wo du dich sehr beschäftigt hast mit dem. Und sie sagt, lass das fließen, weil jetzt, es kommt gut. Auch wenn es noch ein bisschen länger geht, aber es ist gut. Ja, ja. Hat die Frau, zeigt mir, hat sie ihren Mann in der geistigen Welt noch? Ja. Sie sagt auch, ihr Mann ist wieder bei ihr. Ja. Ja. Und der Mann hatte einen Herzinfarkt. Ich sehe, er hat immer ein Taschentuch im Hosensack. Mhm. Und dieses Taschentuch, das ist wirklich noch aus Stoff. Ja, ja. Und ich sehe sogar, ich habe das Gefühl, dieses Stofftuch hat sogar so ein Monogramm. Also das sind schöne Taschentücher, nicht nur die karierten. Ich sehe schöne weiße Taschentücher. Und die Mutter musste sie immer glätten, weil er hat Wert darauf gelegt. Ich habe zwei Personen hier. Die eine Großmutter zeigt immer wieder, dass sie sehr gerne Erbsen gekocht hat. Die andere Person ist ein Mann. Ein Mann, wo er mit mir zeigt, er hat wie einen Schlaganfall, also die eine Seite, wo mich immer wieder rüberzieht. Ich habe eben auch das Gefühl, er hat sehr gerne, wenn alles korrekt ist. Und wenn es so läuft, wie er es gerne hätte. Und wenn er zu Hause ist, dann sehe ich ihn im Stuhl sitzen und er will seine Ruhe. Ja. Und er sitzt immer am selben Platz, im selben Stuhl.
Und das ist so ein Stoffbezug, den dieser Sessel hat. Ja. Und ich sehe, der ist nicht, ist so marmoriert, ist nicht uniformig, ist so eine wie Velour. Krickle, das ist auch ein gutes Wort. Ich habe das Wort auf Hochdeutsch nicht gefunden. Und er zeigt mir, dass er dort, er konnte irgendwie auch noch die Füße hochlegen. Das war ihm auch ganz wichtig, oder? Er ließ die Zeit. Sie zeigt mir wieder ihre Haut, sie hat wieder schöne Haut. Kannst du das verstehen? Weil sie hatte da sehr viele Geheimnisse auch. Oder ist das bei dir gerade momentan? Sie zeigt mir wieder verschiedene Grenzen. Okay. Sie findet das cool. Es ist bei dir. Nein, sie sagt mir jetzt gerade, du bist da in einer Erneuerung, sagen wir es so. Kannst du das verstehen? Und diese Erneuerung, also da bist du jetzt so verschiedene Sachen am Ausprobieren. Es sind nicht nur die Grenzen, sondern ganz verschiedene Sachen. Und sie findet das schön, dass du das machst. Sie zeigt mir, die Mutter zeigt mir auch, dass sie nicht so eine einfache Familiensituation hat. Ja. Und sie gibt mir das Gefühl, darunter hat sie sehr gelitten. Ja. Und da glaube ich eben, das hat mit ihrem Vater zu tun. Ja. Also wir haben uns nicht abgesprochen. Ja, gut, danke. Und weil ich glaube eben, dass die Großmutter und die Mutter dadurch eine sehr symbiotische Beziehung haben, weil da dieser Großvater fehlt. Und ich spüre auch, dass in deiner Familie der Vater wie fehlt, oder? Er ist zwar da, aber er bekommt keinen Raum. Ja, selbst die Mutter. Ui. Irgendwie hast du dich dann versucht zu lösen vom Ganzen. Also ich meine, du bist gelöst durch den Tod. Aber es hat schon früher. Vielen herzlichen Dank, weil du hast ihn immer wieder berührt. Du hast ihn immer wieder so. Es war nicht die Hand, es war so den Arm, wo du ihn immer wieder gehalten hast. Ja. Und ich sage, wow, das hat ihm so sehr viel gegeben. Weil er kannte wie auch die Zuneigung nicht so in seinem Leben. Das hast du ihm auf ganz andere Ebene gezeigt. Und da will er sich von Herzen mal endlich bei dir. Selbstbewusstsein hast und dir die Freiheit nimmst, das zu leben.